Also, dann ziehen wir uns für Johannes mal wieder aus. Ja, Bro, du hast nicht mehr lange Zeit. Ist das der Arsch? Die ist fett. Die kommt geil. Die kommt gut. Formcheck mit Johannes. Du guckst jetzt mal heute über meine Form, wie es aussieht. Für mich geht es ja bald auf die Bühne. Und ich habe schon einiges am Fett abgebaut. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Auf Social Media hast du dich ja schon gesehen. Die Frage ist, was hast du an Muskeln erhalten? Hast nicht du auch viel. Muskeln abgebaut? Ich habe ein bisschen Fett abgebaut, hauptsächlich Muskeln. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Wie sind deine Leistungen im Training? Leistung im Training ist wirklich gut. Konstant geblieben. Gleich geblieben. Mhm. Ja, deswegen muss man halt wirklich aufs Training Wert legen. Natürlich. Schön akkurat und präzise arbeiten, um dann halt in der Diät zu sehen, hat man sich verbessert oder verschlechtert. Ne? Ja. Entschuldigung, wir drehen hier gerade ein Video. Achso, die gehören hier rein. Ja, wir wurden jetzt gerade irgendwie von unserem Spot ein bisschen weggescheucht. Aber ich würde sagen, wir müssen nicht mehr lang rumreden, sondern wir kommen zum Punkt. Ja, hast du den Leuten schon gesagt, wann der Wettkampf sein wird, welcher Wettkampf der sein wird, oder wirst du denen das noch mitteilen? Das habe ich schon mal mitgeteilt, ich weiß aber noch nicht. Für alle, die es nicht wissen, wir nehmen an zwei Wettkämpfen teil. Der WNBF UK am 6. Oktober und der SNBF am 19. Oktober. Also eine Schweizer Meisterschaft, das macht auch absolut Sinn, da mitzumachen. Man muss schon sagen, du bist schon recht mager und viele haben dir gesagt, mach nicht Wettkampf und es sieht ja auch so dünn aus. Aber wir können ja nur in einen Wettkampf gehen mit dem, was wir haben. Ja, klar. Zaubern. Außer man hat seine extra Supplements. Super Supplements, ja. Ich glaube, für dich ist halt auch wichtig, dass du mal wirklich eine Sache richtig durchziehst. Ja. Und deswegen, egal wie wenig Muskeln übrig bleiben, durchziehen ist das Ziel. Es geht, mir geht es selber, den Wettkampf mache ich nicht nur, um auf der Bühne zu stehen. Es geht mir auch selber, um mir selber zu beweisen, ich kann das, ich kann die Wettkampfdiät durchzuziehen. Weil von allen Leuten, die ich kenne, die eine Wettkampfdiät gemacht haben, haben wirklich alle gesagt, ey, das ist etwas vom Härtesten, was sie jemals in ihrem Leben gemacht haben. Mhm. Es ist etwas, was schwer ist, was dich an die Grenzen bringt, was dich fickt, was dich mental komplett hart ist und alles. Und weil das ist der Grund, wieso ich will. Es hört halt auch nicht auf. Es ist halt nicht mal so nur Tempo, es ist eigentlich nur temporär, aber es ist lange. Ja. Also die letzten Wochen sind halt einfach, die fühlen sich an. Es sind nicht Stunden, es sind nicht Tage, es sind Wochen. Ja. Also dann ziehen wir uns für Johannes mal wieder aus, oder? Ja, du ziehst dich ja für dich aus, für deine Zuschauer, für dein Video. Ja, aber wer guckt mich an? Ja, man kann aber jetzt schon sagen, dass es definitiv einfach cooler aussieht, ne? Mach mal mehr Druck auf die Beine in der Grundstellung. Du musst doch lernen, die anzuspannen besser, ne? Ich bin dabei. Ja. Ja, siehst du, wenn du die spannst, sieht man nämlich auch eine Teilung. Wenn man keine Teilung sieht, sieht es einfach nur aus wie so ein Schinken. Das heißt, spann die Beine richtig fest durch, sodass man, wie jetzt rechts auch ganz kurz, ja, Bro, du hast nicht mehr lange Zeit. Du hattest schon als Hausaufgabe genug zu üben. Ansonsten, wie gesagt, von der Struktur gefällt mir das gut. Ach so, noch besser, genau. Jetzt gucken wir mal wieder. Ich sehe bei dem Formcheck auch immer, ob er geübt hat oder nicht. Mir gefällt diese Grundstellung so nicht so gut, aber kannst du so machen. Und jetzt mehr Rotation im Oberkörper. Versuch mal wirklich zu rotieren. Ja, noch mehr. Guck nach vorne. Schultern unten lassen. Und hier, genau. Also guck mal. Und die beide Seite bleibt hier. Guck mal, so. So sieht's schon wieder ganz anders aus. Ja. Und rum. Luft aus dem Bauch. Du willst ja hier tief sein. Du willst ja oben breit sein. Ja. Und wenn du dich halt reindrehst, wirst du viel breiter. Oder tiefer in dem Fall, zeigst du eine volle Tiefe. Also vor allen Dingen untenrum hat sich richtig was getan, ne? Beinbizeps, Hintern und so, die Beine an und für sich. Spann mal den Adduktor, Beinbizeps, ja. Also wer hätte das gedacht, ganz am Anfang war ja Beine eher eine Schwäche, ne? Ja. Und jetzt hängt der Oberkörper fast ein bisschen hinterher. Kopf, mein Gott. Ja. Den Bauch noch ein bisschen mehr flexen, die Seite, ein bisschen mehr rotieren, noch mehr rotieren. Da habe ich dir auch schon gesagt, hol dir zur Not noch einen Posing-Coach, der das mit dir zusammen übt. Ja? Ja. Druck auf die Beine, Jeremy, du musst die Beine spannen. Also ich finde es besser, wenn du dich groß und breit machst, und mach dich mal lang. Richtig hochziehen alles, ja genau, die Ellbogen ein bisschen höher. Ja, Druck auf die Beine, Bro. Okay, das Pose. Also mit den Beinen von vorne, du hast Quadrizeps, ja, die sind schön, die sind gut gewachsen. Ich muss noch lernen anzuspannen. Ja, aber Dicker, mach mal. Ja, ich mach's jeden Fall. Kannst du dir so am wenigsten anspannen? Ja, das geht. Gut, immerhin, ja. Bist du nach vorne kommen, immer, ja genau, das ist prima. Jetzt machst du mal noch einen schönen Gesichtsausdruck dabei. Ja, genau, das ist gut. Die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, die Beine mal außen vor jetzt, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass du große Muskulatur abgebaut hast. Du hast es gut gehalten.
Vor allem, jetzt guckt euch mal den Beinbizeps an, da ist richtig was gegangen. Beinbizeps, Hintern, separiert sich. Spann mal den Arsch ein bisschen an. Ist das der Arsch? Spann mal durch. Das kann nicht sein hier, oder? Hier ist fett. Das ist fett. Ja, das sieht von der Seite fast aus wie ein Muskel, Alter. Nee, das ist fett. Spann mal den Hintern jetzt richtig an. Genau, okay. Aber Beinbizeps ist da, die kommt auch nicht so schlecht. Also ich sag dir, wie ist es? Die Kiste, wenn du die hart machst und jetzt nicht irgendwie noch extrem mager wirst? Sieht gut schlechter. Da sieht man halt auch, da fehlen halt einfach wirklich Muskeln. Ja. Aber gut, du bist halt 16 so, was soll ich sagen? Ne? Ist halt die Frage, wie sehen die anderen 16, 17-Jährigen, geben die aus? Wir werden es sehen. Komm, die Pose, Latpose oder Doppelbizeps von vorne, von hinten, Beinbizeps. Man spannt, pass mal auf. Wenn du Posen einnimmst, immer von unten nach oben. Fang unten an, mach alles fest und dann kommt der Rest hinterher. Ja, ist okay, ist okay. Wie ein kleiner Mini-Bodybuilder. Und Doppelbizeps, hinterher. Schön, die kommt geil. Die kommt gut. Ja, okay. Jetzt aber will ich wenigstens einmal nochmal ein bisschen Teilung im Bein sehen. Oh, die Quads, ey, ohne Scheiß. Interessant, wie lange deine Beine brauchen, um hart zu werden, ne? Also deine Körperfettverteilung ist hier auf jeden Fall spannend zu sehen. Kannst du eine Maus-Maske da hinterher machen? Auch die finde ich gar nicht so schlecht, obwohl es ja eigentlich eine Maus-Maskula ist. Und du hast gar nicht so viele Muskeln, aber du lässt sie viel aussehen. Muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Deine Stats nochmal kurz, wie schwer bist du aktuell? 71, 1,74 groß. Also sind im Prinzip schon 10 Kilo weg. Ja, mehr. Ja, kommt auf Anfang, wann wir zählen, von wann wir rechnen. Ne? Ja, ich würde sagen, von Diätanfang. Na, wie viel schwer warst du? 82? 83, 84. Das war ja bei dir auch immer so ein Auf und Ab. Dann kurze Pause, ja. Dann wieder. Ne? Das war ja nie so richtig konstant. Das ist auch der Grund, warum jetzt hier du nicht mit so viel Muskulatur in die Wettkampfvorbereitung reingegangen bist. Aber dadurch, dass du jetzt natürlich gezwungen bist, durch die Diät, weil du willst ja keine Muskeln verlieren, ja, einen Rhythmus zu haben, eine Routine, es ist baust crazy. Du vielleicht sogar noch ein bisschen auf und wirst sogar noch besser. Und sogar Gemüse, also wirklich, das ist schon, ja, eigentlich hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich jemals Gemüse essen werde. Aber jetzt, ich liebe Gemüse, weil ich immer so Hunger habe. Ja, weil du einfach auch lernst, Brokkoli hat halt zu nicht viel Kalorien. Ja. Und dann ist halt, oder Spargel ist auch so geil. Spargel ist geil, ja. Die meisten essen es aber mit dieser Bechamel-Soße oder so, die 3 Millionen Kalorien auf 2 Gramm hat. Alrighty. Wie zufrieden bist du mit deiner Form? Sehr. Ja. Ich bin auf jeden Fall mit der Form, die wir jetzt hier haben, bin ich sehr zufrieden. Natürlich hätte ich mehr Muskeln, hätte ich schon früher angefangen, hätte ich mehr im Aufbau durchgezogen, wäre ich nicht am Reisen gewesen. Bla bla bla, alles nur scheiß Gelaber. Wenn irgendetwas früher anders gewesen wäre, komm ein bisschen hinter. Wenn irgendwas anders gewesen wäre in der Vergangenheit, dann wäre das so und so. Aber ich bin im Moment mit meinem Progress bin ich extrem zufrieden. Gewicht geht runter, wirklich konstant. Die Form bleibt gut, die Muskeln bleiben erhalten, das Training bleibt konstant, bleibt stabil. Ich bin in den Routinen drin wie noch nie. Leider. Deswegen sind. Nee, deswegen gerade ich. Naja, pass auf, da kann man jetzt sagen: Ja, endlich, toll, ja, super, hey, hast du prima gemacht. Aber das ist ja etwas, was ich auch für euch, für dich immer schon im Vorfeld gerne gesehen hätte, weil natürlich, diese Routinen sind im Aufbau extrem wichtig, weil sich hinzustellen und nur, das ist aber das Ding, viele fangen in der Diät an zu optimieren und auf einmal haben sie dann die Routinen und dann merken, und ich, dann würde ich mir einfach wünschen, dass man das auch im Aufbau Off-Season hinbekommt. Deswegen sage ich und rate ich euch auch, obwohl ihr so jung seid, immer dazu, macht mal eine Wettkampfvorbereitung, weil dann werdet ihr erstmal erkennen und erleben, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich diesen Bodybuilding-Lifestyle lebt. Ja, weil im Aufbau jeder kann irgendwas fressen und irgendwie auf seine Kalorien kommen. Und das ist dann halt nicht optimal. Aber ich bin persönlich, ich sehe das komplett so, nicht ein leider, dass es jetzt so ist, sondern es ist endlich so. Natürlich hätte früher schon so sein sollen, dann hätte ich jetzt mehr Muskelmasse. Aber ich hänge nicht in der Vergangenheit, ich hänge nicht, ey, das hätte so und so. Ich bin im Jetzt. Jetzt mache ich das gut. Von mir selber kann ich behaupten, ich bin da wirklich, wirklich gut drin. Mhm. Und das wird mir dann auch im nächsten Aufbau extrem helfen und genau, die Wettkampfdiät wird geil und ich werde auf der Bühne krass aussehen. Ja, kann ich mir vorstellen tatsächlich. Also jetzt aktuell, so wie es jetzt läuft gerade, glaube ich, hast du auch die richtige Einstellung dazu, das Mindset. Ja. Ja, und das freut mich zu sehen. Danke. Ja, wenn du sonst so viel Scheiße baust, aber das mit dem Bodybuilding, das kriegst du irgendwie hin.
Jetzt. Danke. Ja. Ja, wenn ich es etwas, musst du ja nicht viel in der Birne haben fürs Bodybuilding. Das ist tatsächlich wahr. Ja, ja. Stimmt. Also du brauchst, selbst brauchst nicht mal einen guten Coach, du musst einfach nur irgendwas machen. Und ja, du musst es regelmäßig machen. Und konstant das Gleiche machen und nicht aber immer wechseln und das und bla ja, und bla. Ja. Einfach durchziehen. So ist es. Ich würde sagen, das ist das Abschlusswort an euch. Einmal durchziehen. Ich sage nicht, jeder muss eine Wettkampfdiät machen, jeder muss Bodybuilder sein, bla bla bla. Aber wenn ihr euch was sagt, wenn ihr euch selber sagt, ey, ich mach das und das, egal was es ist, zieht die Scheiße durch und seid keine Pussy und macht einfach, was ihr euch selber sagt.